Adam freut sich über den Besuch dieses Mannes. Er ist sein Held. Vor 3 Jahren hat Emen Latrousse Adam und seinen Bruder Leo aus ihrem brennenden Haus gerettet. Ein Kochtopf hatte Feuer gefangen und sofort stand alles voller Rauch. Die Mutter Laurence geriet in Panik und verlor die Orientierung. Wir wären nicht verbrannt, aber wir wären alle am Rauch erstickt. Emen Latrousse sah die Rauchschwaden von außen und hörte die verzweifelten Rufe der Mutter. Trotz der Gefahr rannte er gemeinsam mit 2 Freunden in das brennende Haus. Wir haben erst die Mutter nach draußen gebracht, dann sind wir nach oben und haben die Kinder gerettet. Es hat gebrannt und wir konnten nicht mehr aus dem Zimmer raus. Amen hat uns da rausgeholt. Amen Latrousse, der Tunesier, kam vor 5 Jahren nach Frankreich, illegal. Verwandte haben ihn aufgenommen. Latrousse will in Frankreich bleiben. Und er hatte gehofft, sein besonderer Einsatz würde ihm bei der Einbürgerung helfen. Aber die Präfektur wollte davon nichts wissen und lehnte den Antrag ab. Doch dann sah Amen Latrousse dies. Vor einigen Wochen filmten Passanten die Heldentat eines anderen illegalen Einwanderers. Mamadou Gassama aus Mali erklomm spontan 4 Etagen eines Wohnhauses, um ein Kind zu retten, das an einem Balkon hing. Das Video ging um die Welt. Nur wenige Tage nach dieser spektakulären Rettungsaktion wurde Gassama von Präsident Macron empfangen und zum Franzosen gekürt. So wolle Macron gezielt Vorbilder für Frankreichs Jugend schaffen, sagt eine Sprecherin von Macrons Partei La République En Marche. Solche Menschen sind nationale Helden und das gehört zur französischen Identität. Es geht einfach darum zu sagen, dieser Mann hat etwas für die anderen getan, was können wir für ihn tun? Deshalb integrieren wir ihn in die französische Gesellschaft und sorgen dafür, dass er ein würdigeres Leben bekommt. Auf ein würdigeres Leben hofft nun auch Amen Latrousse. Auf eine Einbürgerung aufgrund einer Heldentat. Das aber gelingt nur ganz wenigen. Für tausende illegale Einwanderer ist es ein Leben von der Hand in den Mund. Frankreichs Staat scheint alles zu tun, um sie wieder loszuwerden. Es gibt kaum Unterkünfte und fürs Essen sorgen private Initiativen. Die Zelte der Migranten werden regelmäßig von der Polizei zerstört. Arbeiten dürfen sie nicht. Wir verbringen den ganzen Tag hier. Wir können nichts tun, außer hier sitzen und warten. Louis Barda von der Hilfsorganisation Médecins du Monde empfindet die Situation der Migranten in Frankreich als katastrophal und das Herausstellen von einigen wenigen als reine Imagekampagne. Durch die Einbürgerung von einigen Helden will die Regierung kaschieren, wie miserabel die meisten Flüchtlinge behandelt werden. Das Innenministerium hat in den letzten Monaten eine weit härtere Gangart den Flüchtlingen gegenüber an den Tag gelegt. Flüchtlinge sollen bloß nicht meinen, dass sie in Frankreich willkommen sind. Für Amen Latrousse war Frankreich immer ein Traumland. Vor allem wegen der Religionsfreiheit. Denn Amen ist kein praktizierender Moslem. Als nach der Revolution in Tunesien die Islamisten immer stärker wurden, bekam er Angst und flüchtete nach Frankreich. Aber das Ziel, Franzose zu werden, blieb unerreichbar. Das könnte seine Heldentat nun ändern. Amen hofft, dass er nun auch feierlich in die Gemeinschaft der Franzosen aufgenommen wird. Der 25-Jährige macht Zukunftspläne. Ich hätte gern eine eigene Wohnung, damit ich heiraten und eine Familie gründen kann. Und das in seiner neuen Heimat Frankreich. Aber dazu muss er erst einmal offiziell anerkannt werden als Held.